Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Viele erinnern sich bestimmt noch an den Apple iPod Touch 4G. Der wurde ja damals zeitgleich mit dem iPhone 4 2010 vorgestellt und hatte überraschenderweise auch ein 3,5 Zoll großes Retina-Display mit einer Auflösung von 960x640 Pixeln. Leider war das Display, anders als beim iPhone 4 oder dem 4S, das ja dann ein Jahr später erschien, kein IPS-Panel und es war auch bei weitem nicht so hell. Die Farben waren ausgewaschener, die Schwarz- und Weißwerte bei weitem nicht so gut. Heißt, die Auflösung war ähnlich gut, aber der Rest halt einfach nicht. Dafür war der iPod Touch 4G aber natürlich auch deutlich günstiger als das iPhone. Wir schreiben jetzt aber das Jahr 2012 und zeitgleich mit dem iPhone 5, das ihr hier ja seht, dessen Retina Display auf 4 Zoll angewachsen ist, hat Apple auch den neuen iPod Touch 5G der fünften Generation vorgestellt und auf der Keynote meinte Phil Schiller, ja, der iPod Touch hat dasselbe Display wie das iPhone 5. Ich persönlich fand das ziemlich klasse, konnte es mir aber wie gesagt nicht vorstellen, eben weil das damals 2010 ganz anders war. Lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Video wollen wir das Display des iPod Touch 5G mit dem des iPhone 5 vergleichen. Vorab sei gesagt, beide sind natürlich auf voller Helligkeit eingestellt, sprich wir sehen sowohl die Helligkeit als auch die Kontrastwerte etc. sollte natürlich klar sein. Beachtet bitte auch, dass die Kamera nicht immer alles 100%ig realitätsnah einfängt. Vieles hängt auch vom Winkel der Cam zum Display ab etc. Das ist nicht immer 100%ig bei beiden Geräten gleich, aber deshalb bin ja auch noch ich da, um das Ganze zu kommentieren. So, genug erzählt, jetzt fangen wir an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Wir befinden uns bei beiden Geräten in der Galerie und ich habe natürlich auf beide Geräte dieselben Testbilder draufgeladen und jetzt wollen wir die beiden Displays einfach mal miteinander vergleichen. Auf dem Papier haben wir bei beiden ein 4 Zoll großes IPS-Panel, das mit 1136x640 Pixel bei einer Pixeldichte von 326 Pixel per Inch auflöst. Beide Displays sollen um die 500 bis 600 Kandelar hell sein, das kann ich so bestätigen. Die sind wirklich ähnlich hell, sie sind ähnlich scharf, sie sind beide wirklich sehr, sehr gut. Während beim iPhone 4 und dem iPod Touch 4G da ein Weltenunterschied war, ist das jetzt definitiv nicht mehr der Fall. Was mir zum Beispiel hier bei diesem Bild aufgefallen ist, und ich denke, das kann man jetzt auch durch die Kamera ganz gut erkennen, die Farbtemperatur des Displays vom iPhone 5 ist etwas kälter. Beim iPod Touch 5G wirken die Farben oder die Kontrastwerte nicht ganz so gut, ganz so schön wie beim iPhone 5, teilweise etwas ausgewaschener. Ich denke, man kann es hier oben am Himmel ganz gut erkennen oder hier bei den Rotwerten. Das Rot beim iPhone 5 wirkt einfach leicht intensiver, leicht kräftiger, aber das ist natürlich Kalibrierungssache, ist mir nur aufgefallen. Der Weißwert ist beim iPhone 5 besser. Wenn wir uns aber mal dieses Bild hier anschauen auf beiden Geräten, denke ich, sieht man, dass der Schwarzwert dafür beim iPod Touch 5G, ja, ich würde sagen, etwas besser ist, aber hier sieht man auch wieder ganz gut die Unterschiede in den Kontrastwerten. Ebenso bei diesem Bild, hier beim iPhone 5 wirkt es einfach leicht kräftiger. Das sind nur Nuancen, das fällt nicht auf, wenn man die beiden jetzt nicht direkt nebeneinander hält. Hier seht ihr auch nochmal ein recht schönes Bild. Ich finde, das sieht man es auch nochmal deutlich, dass hier die Farben etwas kräftiger wirken. Ja, aber beide sind wirklich ähnlich scharf, ähnlich hell. Am Ende bleibt es einfach eine Geschmackssache, was einem da persönlich besser gefällt. Man darf aber auch nicht vergessen, die Panels für das Apple iPhone 5 stammen ja von verschiedenen Herstellern, von LG, nämlich von Sharp und auch von Japan Display. Und wenn ihr jetzt ein iPhone 5 mit LG Panel mit einem iPhone 5 mit Sharp Panel vergleicht, werdet ihr sehen, dass sie zwar ähnlich scharf und ähnlich hell, teilweise aber unterschiedlich kalibriert sind. Die Sharp Panels sind dem Display, das ich hier in meinem iPod Touch 5G habe, ähnlicher, also von der Kalibrierung, von der Farbtemperatur her. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das war nämlich schon immer so und ich vermute, dass dadurch auch diese Unterschiede zwischen dem Display meines iPhone 5 und meines iPod Touch 5G hier, die ich eben gerade erzählt habe, entstehen. Ja,
Das ist dazu einfach meine Meinung. Und was einem da im Prinzip besser gefällt, ist Geschmackssache. Aber das war ja am Anfang in aller Munde, also diese drei unterschiedlichen Displayhersteller. Denn am Anfang konnte ja nur LG ausreichende Stückzahlen liefern und deshalb gab es ja und gibt es nach wie vor Lieferengpässe beim iPhone 5, da man sich ja von Samsung da leicht loslösen wollte. So viel dazu. Ich denke, das war ganz interessant und Leute, das war es auch schon wieder. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Auch ja, wenn's, und ich hoffe auch, dass es diesmal einfach nicht etwas zu theorielastig war. Ich habe recht viel erzählt, das war recht viel Theorie. Ich fand das Thema persönlich aber echt interessant und hoffe natürlich, ihr seht das ähnlich. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sag wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal.